Arminia Bielefeld heißt der nächste interessante Gegner für die Jahn-Elf. Am Samstag wird um 13 Uhr in der Schüco Arena angestoßen, auf der Bielefelder Alm. Ist auf jeden Fall schwer da zu spielen, die haben viel Wucht, viel Power vorne und von daher wird es auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ich denke, wir müssen mit derselben Einstellung ins Spiel gehen wie jetzt am Wochenende, voll Power, jeder muss für jeden laufen, für jeden arbeiten. Und ich denke, dann werden wir uns auch belohnen und die Torchancen wieder reinmachen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr das allererste Zweitligaspiel dort gehabt und gleich gemerkt, worauf es ankommt in der Liga. Sehr viel Wucht kommt einem da entgegen, aber ich denke, es ist genau das, was wir auch können und wir werden auf jeden Fall 100% dagegen halten. Ein kleiner Blick zurück auf das Heimspiel gegen Kiel am vergangenen Wochenende. Die Jahn-Elf durfte sich über eine gute Leistung und einen wichtigen Punkt freuen. Ich denke beides. Natürlich ärgert sich jeder darüber, wenn er gute Chancen hat und die er nicht verwertet. Aber insgesamt können wir zufrieden sein. Wir haben uns deutlich gesteigert gegenüber den zwei Spielen davor. Und darauf wollen wir jetzt aufbauen und genauso weitermachen. Und ich denke auch, wenn wir weiter so spielen, dann werden wir uns auf jeden Fall belohnen. Wir haben ein ganz gutes Spiel gezeigt. Leider haben wir uns nicht mit den drei Punkten belohnt. Jetzt gilt es natürlich, schnellstmöglich für die Kräfte zu sammeln, dass wir gegen Bielefeld wieder mit 100% auf Platz stehen können. Mut macht für Samstag der Fakt, dass gegen Kiel hinten endlich wieder die Null stand. Als Abwehrspieler nimmt man sich das natürlich vor, dass man zu Null spielt. Gibt dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Aber ich denke, es war ein Erfolg der ganzen Mannschaft, weil wir alle super gegen den Ball arbeitet haben. Und von daher nimmt die ganze Mannschaft das positive Ergebnis mit. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es war jetzt auch lange Zeit nicht, dass wir zu Null gespielt haben. Deswegen für die ganze Mannschaft, nicht nur für die Defensive, ist das sehr, sehr wichtig. Und ja, genauso wollen wir es auch öfter die Saison schaffen als letztes Jahr.